Ich lese, Stiftung Warentest, Medikamente im Test, 9000 Arzneimittel geprüft und bewertet. Und im Kapitel Hauthaare bin ich angekommen im Abschnitt Schuppenflechte. Und es geht um die bewerteten Medikamente und Wirkstoffe, den Wirkstoffen oder Wirkstoffgruppen nach in alphabetischer Reihenfolge. Und ich bin angekommen bei einem geeigneten Medikament, einem grün bewerteten Medikament, Ditranol. Das wird äußerlich angewendet. Ich lese vor. Ditranol in Klammern äußerlich. Ditranol bremst die Vermehrung der Hautzellen und reizt die Haut. Die Bewertung grün. Geeignet bei Schuppenflechte zur äußerlichen Behandlung. Der erläuternde Text. Schuppenflechteherde lassen sich mit Ditranol wirksam eindämmen. Der Wirkstoff wird seit über 50 Jahren zur äußerlichen Anwendung bei der Behandlung von Schuppenflechte eingesetzt. Bei 30 bis 50 von 100 Behandelten bessert sich der Hautzustand deutlich. Ditranol ist deshalb zur Behandlung von Schuppenflechte geeignet. Wichtig zu wissen: Die Behandlung beginnt meist mit dem 1%igen Wirkstoff, der für 10 Minuten auf der Haut bleibt. Im Laufe einer Woche steigert sich die Verweildauer dann auf 30 Minuten. Nach 1 bis 2 Wochen werden Präparate in 3%iger Wirkstoffkonzentration eingesetzt. Bis die Haut wieder glatt ist, dauert es etwa 4 bis 6 Wochen. Besserungen sind oft schon nach 2 bis 3 Wochen zu sehen. Auf verletzter Haut dürfen Sie Ditranol nicht auftragen. Der Wirkstoff kann auch gesunde Haut stark reizen. Achten Sie deshalb sorgfältig darauf, dass Sie nur die von der Schuppenflechte betroffenen Stellen einreiben. Die Gesichtshaut und die Umgebung der Augen dürfen Sie nicht mit Ditranol behandeln. Wenn Ihre Nieren nicht einwandfrei arbeiten, sollten Sie Ditranol nicht anwenden. Wenn sich die Haut rötet, brennt, juckt und sich Bläschen bilden, vertragen Sie das Medikament vermutlich nicht. Dann sollten Sie es absetzen. Haben sich die Hauterscheinungen auch einige Tage danach nicht merklich gebessert, sollten Sie einen Arzt aufsuchen. Für Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren. Säuglinge und Kleinkinder unter 6 Jahren dürfen nicht mit Ditranol behandelt werden. Für Schwangerschaft und Stillzeit. In Schwangerschaft und Stillzeit sollte der Hautarzt Nutzen und Risiken einer Behandlung mit Ditranol sorgfältig abwägen. Es geht weiter mit einer Wirkstoffgruppe, der Kombination der Wirkstoffe Ditranol und Harnstoff äußerlich angewendet, und die sind grün, geeignet bei Schuppenflechte zur äußerlichen Behandlung.